Die Anna ist die Tochter vom Erich Bärer und sie war, als sie mit der Schifffahrt begonnen hat, eine der jüngsten Kapitäninnen in Österreich mit zarten 19 Jahren. Anna, wie war denn das damals? Wie hat man sie denn da behauptet mit so einem jungen Alter? Behaupten habe ich mir eigentlich am meisten müssen bei meinem Papa. Der war eher sehr streng mit meiner Ausbildung am Schiff und muss aber im Nachhinein sagen, zu Recht. Zum einen habe ich ja die Verantwortung für 80 Personen am Schiff und dann ist auch so, dass es mit 19 Jahren relativ jung als Frau mit den Gästen auch nicht einfach war. Und das hat er schon vorhergesehen und hat halt wirklich geschaut, dass jeder Griff sitzt, dass ich in jeder Sekunde die Kontrolle habe und fähig bin, egal was für Situation ist, das Schiff zu steuern. Der Amadeus ist ja seit 1891 das erste Schiff, das auf der Salzach fährt, oder? Wie ist denn so ein Salzachschiff konzipiert? Was muss denn das können? Wir haben anders als die meisten Schiffe Wasserstrahlantriebe, bedingt dadurch, dass wir sehr oft sehr wenig Wasser haben. Also wir haben meistens nur 70 bis 80 Zentimeter an Wasser unterhalb des Schiffbugs. Und man muss auch sagen, wir haben 2x600 PS. Nicht nur, weil es lustig ist zum Fahren, sondern weil die auch wirklich dringend notwendig sind. Die 1200 PS bei Hochwasser braucht man die. Danke. Für die Anna ist der Arbeitstag auch nach der letzten Fahrt noch lange nicht vorbei. Ich darf mir aber jetzt einen Sundowner gönnen, weil ich bin heute schließlich Tourist.